Saftfasten Tag 9. Zu Tag 8 habe ich ja kein Video gemacht, außer das Schlagzeugvideo, was ich hochgeladen habe. Und da muss ich sagen, an dem Tag habe ich als Experiment mal was mehr Saft getrunken. Also deutlich mehr, ca. 1500 Kalorien. Mal gucken, was das bewirkt. Und es hat mir eigentlich nichts gebracht, außer dass mich das halt ein bisschen ausgebremst hat. Und beim Schlagzeugspielen halt, hat es sich auch angefühlt, wie gerade so ein bisschen aufwärmen können. Und jetzt haben wir ungefähr 6 Uhr abends am 5.8. Und also heute habe ich wieder noch nichts zu mir genommen. Auch gar kein Bedürfnis irgendwie danach, auch gar keine Sucht danach, oder, also Verlangen oder sowas. Gewicht habe ich jetzt noch nicht gemessen. Werde ich morgen mal gucken. Vielleicht bin ich dann schon auf 79 oder so. Ich wollte irgendwas Wichtiges sagen. Genau, ich merke langsam, dass ich nicht mehr optimal weiterkomme. Die Vergiftung bzw. die Rückvergiftung ist ziemlich heftig. Ich habe jetzt auch am Rücken fast komplett überall Pickel. Also da wird echt richtig tief und ordentlich gereinigt, vermute ich. Und ich trinke nur Säfte, davon wird das sicherlich nicht kommen. Das ist die Rückvergiftung. Das sind die Giftstoffe, die vor allen Dingen im Bauchfett gespeichert sind, wenn es in den Blutkreislauf zurückkommen und über die Haut teilweise ausgeschieden werden. Und wenn ich jetzt halt zum Beispiel den Einlauf nicht mache, dann ist das wahrscheinlich so, dass die werden halt von der Leber, glaube ich, in den Darm reingeworfen, die Giftstoffe. Und dann, wenn die halt nicht rauskommen, werden die wahrscheinlich wieder aufgenommen und kommen in den Blutkreislauf, werden dann auch teilweise über die Haut dann ausgeschieden. Und ja, morgen habe ich dieses Einlaufgerät, diesen Irrigator. Da bin ich auf jeden Fall extrem gespannt drauf und ich schätze auch mal, dass ich dann optimal weiterkommen werde. Weil sonst muss ich echt am Tag zweimal extrem hart Sport machen, um diese Gifte alle auszuleiten. Oder ich muss wirklich mehr konsumieren an Säften, um die Rückvergiftung ja, zu verlangsamen, weil der Körper dann halt mehr beschäftigt ist, die Säfte zu absorbieren, zu verdauen, um davon auch Stoffe wieder loszuwerden. Und ja, ich könnte jetzt zum Beispiel wieder Ausdauersport machen, also jetzt in diesem Moment, obwohl ich gerade eben Krafttraining gemacht habe. So viel wie mein Nervensystem gerade irgendwie klarkam. Aber ich kann halt mit Low Intensity Ausdauersport jetzt weitermachen und mich dann so sozusagen hochschaukeln, weil ich schon während des Sports regeneriere, weil Sport halt Energie erzeugt. Das habe ich schon mehrere Mal erfahren, dass ich halt beim Krafttraining bis zu meinen Grenzen, auch nervlichen Grenzen gegangen, dass alles an meinem Körper gezittert hat, aber ich habe direkt danach Low-Intensity-Sport gemacht und konnte dann aber mit der Zeit nach 10 Minuten, schon manchmal nach 20, immer schneller werden und kann dann sogar noch eine richtig intensive, stundenlange Sporteinheit danach draus machen, weil es einfach Energie erzeugt. Ich könnte halt, und ich will halt aber nicht mehr Säfte trinken, weil das mir dann zu langsam insgesamt geht. Und deswegen gucke ich, also das, und beziehungsweise, ich war ja da, ist einfach zu viel auf einmal immer an Gedanken, habe ich ja schon tausendmal gesagt. Ich könnte jetzt halt Ausdauersport machen, aber ich könnte jetzt nicht laufen, weil die Rückvergiftung war schon so stark, dass die, oder die ist jetzt momentan so stark, dass die, Regeneration richtig stark beeinträchtigt ist. Es ist auch so, wenn man irgendwelche Schmerzen hat oder sowas und dann Saftfasten macht und die Rückvergiftung ist zu stark, dann bleiben die Schmerzen da. Und so ähnlich ist das dann jetzt auch bei meiner Regeneration. Das ist halt so, dass meine Achillessehnen ein bisschen gereizt sind. Die Schienbeininnenkanten, die Sehnen da sind ein bisschen gereizt und nebenbei auch von meinen Unterarmen, hier an den Kanten, die Sehnen. Und deswegen kann ich jetzt nicht laufen. Ich könnte jetzt aber Fahrrad fahren. Das würde funktionieren. Und könnte dann die Entgiftung und damit auch die Regeneration stark fördern. Aber das ist momentan immer noch kaputt. Ich kann mich momentan auch wirklich nicht aufraffen, das zu reparieren, weil ich auch so viel
an geistiger Arbeit zu tun habe, aber das sind alles Ausreden, ich habe einfach nur keine Lust darauf. Und ich bin auch handwerklich total unbegabt, was natürlich auch nur eine Ausrede ist. Aber ich habe halt so viel, was ich jetzt noch machen muss. Und deswegen will ich das Video auch nicht zu lange machen. Man muss halt auch immer Prioritäten setzen, aber obwohl diese Priorität mit dem Fahrrad eigentlich wichtiger wäre. Also ich muss da die Gangschaltung komplett reparieren, das ist halt ziemlich nervig. Da muss ich mich auch theoretisch erst mit beschäftigen und das dauert dann halt so lange insgesamt. Ja. Aber Fahrrad ist auf jeden Fall echt nützlich, wenn der passive Bewegungsapparat halt nicht mehr hinterherkommt. Dann bleibt sie da. Ja. Also das ist meine Erfahrung dieses Tages, des letzten Tages, dass so das Rückvergiftung halt wirklich stark werden kann und man dann halt total fertig ist und Schmerzen oder Probleme, die man hat, nicht weggehen und halt alles mit diesen Giftstoffen voll ist in der Körper, dann nicht genug Kapazitäten hat, um sich auf andere Sachen zu konzentrieren. Was man aber halt mit Sport, besonders mit Ausdauersport oder in erster Linie mit ausdauernden Tätigkeiten und kraftausdauernden Tätigkeiten verbessern kann, deutlich verbessern kann. Und also bei meinem Fall ist das so, ich kann halt nur noch den allerhöchsten Gang benutzen. Das ist halt ein bisschen schwierig. Beziehungsweise extrem nervig, weil hier auch Berge sind. Und ja, habe ich ja schon erzählt, muss ich komplett operieren. Und Bremsen sind auch, ja. Nee, nicht die Bremsen, die. Sind nicht nur die Gangschaltung selber kaputt, sondern auch die Schaltzüge sind auch durch. Da habe ich jetzt zwei neue geholt, die müsste ich da auch reinkriegen. Ich glaube, es dauert insgesamt alles gar nicht so lange. Keine Ahnung. Ich habe echt extrem krass viel zu tun momentan und auch sehr viele Ideen und was ich halt auch umsetze und womit ich mich beschäftige, was ich alles machen will und Zukunftsplanung und was weiß ich. Ja, Perfektionismus ist auch manchmal richtig nervig, aber ich gehe diesem, nicht diesem Ideal, aber diesen, das ist für mich schon ein, hat schon einen Wert, also ist für mich ein Wert. Und ich will trotzdem halt alles so gut wie möglich schaffen und trotzdem so viel wie möglich. Momentan ist das halt wirklich so, dass ich erstmal in der Phase bin, wo ich halt Vorbereitung treffe, habe ich auch schon mal gesagt, aber ich meine das auch im Sinne von, dass ich halt jetzt wie mit der Ernährung halt, ich entgifte halt erstmal richtig krass und währenddessen ich heile, kriege ich halt nicht viel hin. Ich bin auch den ganzen Tag müde und versuche das halt mit, also ich bin nicht den ganzen Tag müde, ich fühle mich geistig immer ziemlich fit und ich kann halt auch Sport machen, aber man ist halt die ganze Zeit rückvergiftet und wenn ich dann halt Sport mache, danach fühle ich mich richtig fit und danach wird die Rückvergiftung aber noch härter, weil man die Entgiftung extrem angekurbelt hat und den Kreislauf und dann kommt noch, ist noch mehr im Kreislauf und so weiter. Dadurch nehme ich dann halt extrem schnell ab und sowas, halt 10 Kilo jetzt schon in ein paar Wochen, aber ich bin halt dann die ganze Zeit rückvergiftet und kriege nicht viel gebacken, aber wenn ich dann einmal halt aus diesem Status heraus bin, wird das so sein, dass ich dann gar keine Rückvergiftung habe und dann richtig krasse Energie habe und zwar durchgehend und halt jetzt nicht so manchmal nur und wenn ich Sport mache halt besonders, dann ist die Rückvergiftung mal komplett bei, ist man komplett einmal richtig schnell durchgefahren, obwohl man halt immer ein bisschen entgiftet, aber bei einem gewissen Status werde ich dann halt die Entgiftung stoppen, weil es dann halt gar keinen Sinn mehr macht, weil dann halt schon ein Auto, was vorbeifährt, mit seinen Abgasen einvergiften würde. Darauf kann ich dann aber nochmal eingehen, wenn ich dann wirklich die Erfahrung gemacht habe, wenn ich soweit bin, in einem so entgifteten Status zu sein. Auf jeden Fall werde ich dann so viel krass Energie haben. Also ich skille darauf sozusagen, wenn man das jetzt im Rollenspiel als Rollenspiel sehen würde. Ich skille darauf, später mehr Skillpunkte verteilen zu können. Das habe ich schon mal gesagt. Das habe ich schon mal mit jemandem besprochen gehabt. Und
Momentan kriege ich, ich krieg schon seit Jahren halt nicht viel, nicht so viel gebacken, obwohl geistig halt schon immer. Aber halt nichts in die Praxis sozusagen umgesetzt. Aber wenn das dann halt einmal vorbei ist, dieser Status, und so meine Vorstellungen im Kopf ausgelegt sind, dann habe ich halt, kann ich halt so viele Skillpunkte im übertragenen Sinne verteilen, also so viele Sachen machen und auch konstant ohne Pause. Das hat richtig krass wird und dann lohnt es sich halt auch erstmal durch so eine richtig zähflüssige Scheiße zu gehen, was ich schon seit 6 Jahren jetzt mache und die ganze Zeit nie irgendwas richtiges geschissen kriege. Aber das ist mir einfach wert und ich habe halt dadurch auch das gefunden, was meine Intuition mir schon, also wohin mich meine Intuition schon immer gelenkt hat, worauf ich immer versucht habe zu hören, um diese Verbindung zu meinem Bewusstsein und meinem Verstand, Intuition immer stärker wird, immer bewusster wird und immer klarer wird und auch immer vertrauter wird, dass ich dem auch mehr vertraue. Also nicht nur, dass es mir vertraut ist, ich vertraue dem auch immer mehr. Und ja, wenn man dann halt einmal durch die Kacke durch ist, man muss ja halt wirklich ziemlich viel Ausdauer haben und nie aufgeben und so weiter, dann wird es halt wirklich richtig geil. Und ja, das ist auf jeden Fall auch teilweise meine Ausrede dafür, dass ich einige Sachen momentan auch nicht geschissen kriege, weil ich mich halt momentan wirklich ziemlich heile und da ist halt mir auch dann scheißegal, wenn ich so manche Sachen wie mit dem Fahrrad das nicht hinkriege, dann lasse ich mir auch von niemandem sagen, ja, ist doch total einfach und mach doch mal eben und so was. Ich habe genug Sachen zu tun eigentlich, aber ich brauche mich ja auch sowieso nicht rechtfertigen, also braucht man allgemein nicht, wenn man, weil jeder weiß schon, was am besten für einen ist und da kann man halt sich die andere Meinung anhören, aber letztendlich finde ich, ist immer die Intuition das Ausschlaggebende und wenn man halt wirklich weiß, wie Zukunft aussehen kann, viele andere Leute, die kennen deinen Weg einfach nicht, die können das nicht nachvollziehen oder wollen es nicht nachvollziehen oder meinen halt, sie wüssten, was hinter dem Ganzen steckt, was man irgendwie macht und tut, was ich auch irgendwo nachvollziehen kann, aber es ist halt immer sehr individuell und man wird halt sehen, dass wenn diese Phase erstmal vorbei ist, dass das dann halt alles laufen wird. Da vertraue ich zu 100% drauf, das weiß ich einfach. Auch sogar schon aus Erfahrung, wenn man immer so kleine Sneak Previews bekommt, wo man dann halt wirklich, zum Beispiel, wenn ich jetzt zum Beispiel mehr essen würde, die Rückvergiftung ist dann komplett weg, dann weiß ich, wie viel krass Energie ich habe und was ich alles machen kann. So bin ich halt auch diese 40 Minuten auf 10 Kilometer gelaufen, indem ich halt deutlich mehr gegessen habe. Das heißt deutlich mehr, es waren 1200 Kalorien nur statt 500. Aber ich habe halt feste Nahrung gegessen, deutlich mehr als sonst. Und dann war die Rückvergiftung weg, obwohl ich halt nicht viele Kohlenhydrate hatte. Das war auch, das meiste war sogar Fett, muss ich ehrlich sagen. Also 70% war davon Fett. Und auch ordentlich Protein und dann bin ich halt gerast wie noch nie, weil die Vergiftung und Rückvergiftung weg war. Und wenn die halt irgendwann konstant weg ist, dann wird das jeden Tag so, will ich jeden Tag so krass Energie haben, ich könnte jeden Tag eine neue persönliche Bestzeit laufen. Wahrscheinlich wird das sowieso irgendwann sowieso ein bisschen zum Endliche gehen und danach wird es aber immer noch weitergehen, aber das wäre jetzt zu viel des Guten, was danach alles kommen könnte. Da werde ich dann aber auch noch Videos zu machen, wenn ich halt erstmal so weit bin. Das dauert halt alles eine Zeit. Ich habe momentan wirklich echt viel zu tun, auch mit dem Verkaufen von Dingen. Ich habe relativ viele Dinge zu verkaufen, bin auch schon relativ lange am Verkaufen, einen Monat, aber es ist auch so, die Dinge, die ich einstelle, die werden nicht sofort verkauft. Da müssen sich auch immer Interessenten finden und das sind auch verschiedene. Ich habe jetzt auch zum Beispiel eine Sache, wo ich 200 Einzelteile habe, wo sich Interessenten für 4, 5 Sachen immer interessieren. Das zieht sich dann wirklich über Monate. Und ich habe da ziemlich viele verschiedene Sachen. Ja. Dann halt der ganze Sport am Tag. Dann meditiere ich halt ziemlich viel auf den Qi-Fluss, auf die Energie und auf das Saftfass und mache mir extrem viele Gedanken halt natürlich, auch über die Zukunft und so weiter. Und das ist halt momentan mein jetziger Zustand, den ich beschrieben habe. So ist das. Und das ist halt schon nicht wenig. Man kriegt halt auch automatisch so eine immer richtig krasse Informationsflashes, womit man umgehen muss. Also richtig krasse Reizüberflutung, was ich eigentlich sowieso schon immer hatte. Jetzt halt nur noch krasser.
Man wird halt auch viel sensibler für seine Umgebung und so weiter. Man arbeitet jetzt auch immer ständig an sich selber, denkt auch über andere Menschen und Leute nach. Aber ich halte das Video bei 15 Minuten jetzt mal an. Ich wollte einfach nochmal ein kurzes Update, ein mittellanges Update machen, Tag 9. Und das nächste Update würde ich machen, wenn ich entweder das mit dem Irrigator, mit dem Einlauf ausprobiert habe. Oder wenn ich dazu noch nichts sagen kann, dann wenn ich bei 78 Kilo oder so bin. Ja. Oder wenn ich irgendwas Krasses erreicht habe, wie eine neue Personal Best im 5 Kilometer Lauf oder Halbmarathon oder sowas. Ist dann.